Hallo, liebe Freunde des gepflegten Panzerfahrsports und willkommen zurück zum Replay-Dienstag. In der ersten Runde gibt es heute Stefan Fit vom Clan Garrick, wird das so ausgesprochen, ich hoffe es, in seinem IKV 90B auf Fjorde in einem Mittiergefecht. IKV 90B Tier 7 Jagdpanzer der Schweden. Der letzte vor dem Panzer, wo es geil wird, denn danach kommt der Udis. Der Stützwagen 103.0 und der IKL, Stützwagen 103B dann als 10er. Und der IKV hier, der Siemer, also ich habe ihn nicht wirklich sonderlich gemocht. Rein die Stats her ist er eigentlich nicht so schlecht. 210 Pen auf der AP, mit Heat sind 250, aber es ist halt Heat. 240 der Alpha, 0,36 die Genauigkeit, 2,3 Sekunden Einzielzeit, Stock und 7,4 Stock Nachladezeit. Liest sich erstmal so nicht schlecht. Trotzdem auch das Leistungsgewicht mit 23 PS pro Tonne liest sich eigentlich auch nicht so schlecht. Aber ich habe das Gefühl, der Panzer kommt nicht wirklich aus dem Quark. Und was ich dann auch sehr nervig fand, obwohl der Richtbereich nach links und rechts gar nicht so klein ist, die Kanone bewegt sich sehr langsam. Und er ist hier auf eine sehr interessante Position gefahren. Eine Position, die ich eigentlich nur von Lights kenne. Jetzt muss er gucken, dass er da schnell irgendwie in die Büsche kommt. Ja, da geht er leider schon auf. Eine Position, die ich leider nur von, oder eigentlich nur von Lights kenne. Und die aber eigentlich ziemlich geil ist. Problem ist nur, er geht jetzt hier, ja, er geht jetzt hier mit jedem Schuss auf und muss sich jedes Mal in Deckung zurückziehen. Die Gun Impression auch nicht so schlecht. Ich weiß gar nicht, wie viel es jetzt wirklich sind, ob es 10 Grad sind, aber auf jeden Fall bei den Schweden ja immer ganz brauchbar. Und er kann jetzt hier, kann er glaube ich, durch die Doppelbüsche wunderbar auf den Kernavon da schießen. Und da hat er auch die Seite, da bekommt er auch mit seinen 210 Pen auf jeden Fall keine Probleme. Der zündet ihn auch an, sehr schön, da sammelt man erstmal ordentlich Schaden. Wenn man die Gegner an der Front hat, nochmal angezündet, das ist natürlich jetzt ärgerlich, weil jetzt brennt der Kernavon ab. Der wird da wohl nichts dabei haben, genau, da geht er raus. Wenn man Gegner an der Front hat, gerade wenn man gegen 8er oder auch gegen 9er kämpft, wenn man low tier ist, ist es mit den 210 so ein bisschen schwierig. Ja, also gegen so 10 und 20 sollte eigentlich hier auf die Wanne das kein Problem sein, auch wenn der da nicht durchgeht, verstehe ich nicht so ganz. Denn die Wanne vom T29, die hat nur 100 mm, auch wenn sie ein Stück gewinkelt ist. Der drückt ihm jetzt hier eine rein. Ja, das sollte man bedenken. Der IKV 90B hat 0 Panzerung. Wenn ihr also dieses Fahrzeug auf dem Schlachtfeld seht und ihr habt ihn als Gegner, ladet HE. Ihr könnt zum Grunde alles durchschlagen, was, also mit ihn durchschlagen, mit allem, was so rumfährt. Selbst 5er sollten auf der HE genug Pen haben, dass sie ihm da irgendwie wehtun können. Bei 5ern aber gut, vielleicht, also klar, Pen an für sich schon. Aber wenn ihr auf jeden Fall gleiche Tierstufe seid, also 7er oder 8er, schießt HE auf den. Das tut dem kleinen Kerl richtig weh. Er ist ja auch im Platoon mit einem IS, der aber schon raus ist. Dem Panzergrenadier vom Clan DST-, vermutlich ein Zweitclan oder warum auch immer der Strich da hinten dran ist, ich weiß es nicht. Und er hat jetzt hier zwar, wie gesagt, vom T29 schon Schaden da bekommen. Der T29 hat da aber keinen Bock, mit ihm weiter zu spielen oder sich zu baiten. Er hat sich da zurückgezogen. Er kann jetzt hier den Uni wunderbar in die Seite abfarmen und der geht da auch raus. Hat jetzt schon 3500 Schadenspunkte hier gemacht. Da kommt der T29 wieder. Da geht er wieder auf, der T29 verschießt. Er muss ein bisschen aufpassen. Hinter ihm ist noch ein Uni und ein Skoda T25. Wenn die da rumdrücken und den Victoria und den T50 rausnehmen, hat er ein Problem. Aber bisher sieht das richtig gut aus. Und ihr seht's, der T29 hat im Grunde keine Chance gegen ihn. Ja, der Uni noch 890 Lebenspunkte. Er dreht sich auch mal um und guckt. Jetzt merkt er aber, dass er hier an der Position nichts mehr machen kann, da sind keine Gegner mehr und sich in der Frontal gegen den Uni und den Skoda dort zu battlen, macht keinen Sinn. Deswegen bewegt er sich jetzt hier runter und versucht vermutlich entweder auf den KV-2 zu kommen, was wohl nicht klappen wird, sondern eher sich hier mit dem Emil zu baiten. Na, da guckt er, dass er irgendwie, jetzt muss er schnell wegkommen, die Kette kriegt. Der Emil kann ihn mit der Top Gun auf jeden Fall mit einem Schuss rausnehmen. Er hat es auf HE umgeladen, die absolut richtige Entscheidung. Macht er deutlich mehr Alpha und auf den Aufbau beim Sturen Emil. In die Seite kommt er auf jeden Fall durch. Wenn man den Sturen Emil in der Front hat und da HE schießt neben die Kanone,
Da sind noch Kettenglieder mit dran. Da muss man nicht immer durchschlagen. Das wird dann also schwierig. Hier hält er den Emil jetzt Proxy offen, dass der Löwe und der Black Prince und was da noch steht, ihn bewirken können. Er versucht hier so ein bisschen durch die Häuser durchzuschießen. Ja, da war der Emil kurz zu sehen. Er muss ein Stück zurückfahren, aber er ersäuft sich. 4800 Schadenspunkte. Ich glaube, so eine gute Runde habe ich mit dem noch nie selber gefahren. Was mir noch ein bisschen fehlt, wo ich mich frage, warum, er hat keine Tarnung drauf. Er fährt zwar mit Tarnnetz und Scherenfernrohr, aber die Tarnung, vielleicht wollte er das nicht, weil er dann eh den Panzer wieder verkauft, wenn er den Udes hat. Ich gehe mal davon aus. So, Hellcat, Uni und die Arti noch. Uni oben auf A8 zum Schluss offen gewesen. Die Hellcat noch gar nicht, deswegen gehe ich davon aus, dass sie entweder AFK ist oder hier irgendwo auf der Halbinsel rumsteht, genauso wie die Artillerie. Er muss jetzt aufpassen, für, er ist ein One-Shot für die Hellcat und auch wenn die Arti ihn trifft, dann geht er höchstwahrscheinlich raus. Denn wie gesagt, der kleine Knirps hier hat keine Panzerung. Er wartet jetzt ab, bis der T-34 vorfährt, da den Spot macht. Da geht er auf. Die Hellcat guckt da auch in seine Richtung und... Warum er jetzt hier nicht zurückfährt, das habe ich jetzt nicht verstanden. Er sieht, dass die Hellcat in seine Richtung guckt und auch auf ihn aimt, aber er bleibt da stehen. Schade, schade, schade. Da wäre schadenstechnisch auf jeden Fall noch ein bisschen was drinne gewesen. Er gewinnt zwar jetzt die Runde mit einem richtig geilen Schadenswert und einer sehr gut gespielten Runde, muss man auch sagen, da oben auf dieser Stelle auf C7. Wenn man also schnell genug ist und genug Leistungsgewicht, kann man da auf jeden Fall am Anfang der Runde hinfahren. Das schafft man also auch mit einem IKV-90B. Aber hier der Move gegen die Hellcat, das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Aber egal, wir gucken uns mal die Auswertung an. In der Auswertung sehen wir, es war ein Panzerass, es gab den Schläger, es gab den Brandstifter, ja, der, was war es, der Kernavon, der hat da keinen Spaß gehabt gegen ihn, zweimal angezündet ist schon echt hart, Wirkungsfeuer, Großkaliber und der Tanker-Sniper, cause the highest damage per battle at a distance of at least 300 meters, muss ich zugeben, verstehe ich jetzt nicht ganz, gut, der SDG Guard könnte da auf 300 Meter gestanden haben, aber der Kernavon, der T29, auch der Emil, ich weiß nicht, die standen doch nicht auf 300 Meter, die standen doch höchstens 150, 200 Meter vor ihm. Aber sei es drum, er bekommt den Tanker-Sniper auf jeden Fall noch oben drauf. Wir haben gesehen, was an dieser Position möglich ist, gerade wenn da wirklich die Gegner es nicht so richtig checken, von wo der Schaden kommt und sich da irgendwie zurückziehen und vielleicht das über eine andere Flanke versuchen, kann man die da auf jeden Fall wunderbar abfarmen. Und das geht also nicht nur mit leichten Panzern, sondern auch mit einem Jagdpanzer, der recht klein ist und ein flaches Profil und dementsprechend einen guten Tarnwert bietet. Er macht 4800 Schadenspunkte, ein wahnsinnig geiler Wert für diese Tierstufe. 2 Kills, 1244 Basiserfahrungspunkte. Ja, das seht ihr mal, selbst der Primo auf Platz 2, der hat mit Ach und Krach grob 2/3 der XP, also richtig, richtig nett. Er spielt ohne Premium-Account, trotzdem gibt es aus der Runde fast 30.000 Credits raus. Mit Premium-Account wären es fast 50.000 gewesen. Kein Tagessieg, es gibt noch den Bonus fürs Platoon-Fahren und unterm Strich sind es dann 1306 XP. Mit Premium-Account wären es 1959 gewesen. Ja, Stefan Fitt, vielen Dank für diese Runde im IKV-90B. Wir bleiben bei den Jagdpanzern und schauen aber mal 2 Tierstufen weiter nach unten. In der zweiten Runde heute gibt es den T-67, gespielt von Portos vom Clan Germu, glaube ich, wenn ich das richtig sehe. Im Platoon mit Athos. Portos und Athos, ach, woher kenne ich den Namen? Ich komme gerade nicht drauf, ihr werdet es mir bestimmt in den Kommentaren schreiben. Beide sitzen im T-67, haben eine quasi Top-Tier-Runde auf Tier 5 bekommen, denn was Besseres als dieses Setup gibt es nicht, liegt einfach daran, dass Tier 3-Panzer keine Fünfer mehr sehen können. Deswegen ist das das beste Setup, was sie hier als Fünfer kriegen können. Sie sind auf Muruwanka und der T-67, ein sehr bekanntes Fahrzeug, Tier 5 Jagdpanzer der Amerikaner mit einem volldrehbaren Turm.
10 Grad Gun Depression, einem herausragenden Leistungsgewicht von 31 PS pro Tonne, Topspeed 61 km pro Stunde. Die Kanone hat 128 Pen mit AP, 177 mit APCR, Alpha relativ gering mit 115, wobei das für Tier 5 jetzt auch nicht allzu schlecht ist. Und die Genauigkeit ist nicht so geil mit 0,41, dafür die Einzelzeit mit 1,7 Sekunden und er schießt Stock aller 3,2 Sekunden. Das heißt, mit einem Ansetzer und einer entsprechend guten Mannschaft bekommt man dieses Fahrzeug auf jeden Fall locker unter 3 Sekunden. Vermutlich sogar mit Verbrauchsgütern unter 2,5, schätze ich mal. Er hat sich jetzt hier, die beiden haben sich sehr defensiv aufgestellt an einer für mich sehr unüblichen Position, vor allen Dingen Porthos hier. Porthos und Athos, sind das hier die drei Musketiere irgendwie? Kann das sein? Ich komme gerade nicht drauf. Also die Position, die sie sich hier ausgewählt haben, gerade, also Porthos, schwierig. Also von hier jetzt aus was zu machen, kann er eigentlich erst, wenn da vorne sein komplettes Team aufgeraucht ist. Und dann muss er davon ausgehen, dass er nach dem ersten Schuss hier auch instant aufgeht. Von daher wäre es, glaube ich, schlauer gewesen, wenn sich beide zum Beispiel drüben auf J8 da an die Kante gestellt haben und zum Beispiel den Alecto unter Feuer nehmen. Denn mit ihren 10 Grad Gun Depression können sie da an dieser kleinen Ridgeline auch die Büsche ganz gut nutzen. Der DW2 von unserem Team scheint AFK zu sein. Das ist natürlich schon mal schlecht. Und deswegen, ja, stehen sie jetzt hier. So, der DW2 vom Gegner kommt da drüber und jetzt geht's hier los. Ah, schön vorhalten. Jawohl, da geht er raus. Wäre sogar, glaube ich, gekettet gewesen mit dem letzten Schuss. Aber sei es drum, er geht ja nicht auf oder hat keinen sechsten Sinn. Wir werden es gleich sehen, wenn die Birch Gun oder die gegnerische Lev auf ihn schießen. Aber so wie es aussieht, ist er hier nicht aufgegangen. Ja, und so langsam ist das Team da vor ihm aufgeraucht. Es steht schon 3:8. Und so langsam sollten die beiden hier mal aktiv werden, denn selbst wenn der Churchill da rausgeht, es sind einfach zu viele Gegner, um das jetzt mit ihrem, mit ihrer krassen Feuerrate da auf sich zu nehmen. Rechts kommt der Alecto, den ignoriert er erstmal auf komplett, wobei der, denke ich mal, treffbar gewesen wäre. Jetzt steht er hinterm Haus, jetzt reagiert er. Kann ihn da sogar treffen, jawohl. Und nimmt ihn raus. So, links Stuck oben, KV1S vor ihm, dreh dich nach links. Ein bisschen die Minimap im Auge behalten sollte man auf jeden Fall. Am KV1S hat er jetzt ein bisschen Probleme, aber der zweite Schuss pennt locker und jetzt das erste Kettenrad sollte eigentlich auch kein Problem sein. Ein bisschen besser zielen. Jetzt. Da braucht man auch nicht unbedingt APCR. Ihr seht, das geht auch easy peasy mit AP. Und entweder hat er wirklich keinen sechsten Sinn, wobei ich da jetzt schon die Arti längst auf ihm gesehen hätte. Oder er hat einfach immer, ist immer noch nicht aufgegangen. Wobei er hier natürlich auch teilweise hinter einem Doppelbusch stand und mit Scherenfernrohr und Tarnnetz arbeitet. So, die beiden sind die letzten. Sind jetzt hier ganz klassisch in der Camper-Position und farmen im Prinzip jetzt hier die Gegner ab. Der DW2 geht dazu, deswegen geht's auf den SAV. Ich glaube, jetzt ist er offen. Oder? Er hat kein HE dabei, wobei es jetzt auf den SAV durchaus lohnen könnte. So, DW2 in die Seite, kein Problem. Auch hier braucht man kein APCR. Er schießt nochmal, jetzt geht er auf. Er war tatsächlich die ganze Zeit noch nicht offen. Ja, ich wollte gerade sagen, beweg dich mal. Und die beiden haben jetzt wirklich das gegnerische Team abgefarmt, was hier auf den Cap draufgedrückt ist. Eine sehr ungewöhnliche Spielweise, muss ich zugeben. Zumal es jetzt auch sehr, sehr statisch war. Ähnlich dem Gefecht vom AC4 Experimental, was wir letzte Woche auf El Haluf gesehen haben. Also ich kann nur zu diesem Zeitpunkt sagen oder den Tipp geben, nutzt die Mobilität vom T67. Oder die ist richtig, richtig gut auf dem Fahrzeug. Und jetzt zum Beispiel würde ich das Stuck erstmal mehr oder weniger ignorieren und mir die Artis holen. Denn das sind die viel gefährlicheren Gegner, denn der T67 ist ja ein Cabrio-Panzer und dementsprechend tun HE-Granaten von Artillerie richtig weh. Also ich könnte mir durchaus vorstellen, dass die Lev, wenn sie richtig trifft,
ihn da rausnehmen. So, Doppelpush auf das Stuck. Er kettet es nur, hat jetzt hier auf APCR umgeladen. Das Stuck hat eine sehr schlechte Sichtweite und hat eigentlich gar keine Chance hier gegen ihn. Er geht noch nicht mal auf. Trotz, ja, Doppelbusch ist mir schon klar. Aber auf die Entfernung wundert das dann trotzdem. Ja, jetzt kann er eigentlich wieder auf AP umladen. Denn auch für die Artis braucht er definitiv kein APCR. Und da kann er noch ein bisschen Geld sparen. Selbst für das Stuck in die Seite wäre die Goldgranate nicht unbedingt notwendig gewesen. Er hat jetzt 6 Kills. Die Red Levoltos, wenn er die Runde jetzt gewinnt, ist auf jeden Fall kein Problem. Hat 1500 Schaden gemacht. Trotzdem muss ich sagen, da hinten zu warten, bis das Team vorne stirbt und der Gegner drüber kommt, weiß ich nicht. Also da muss das Gefecht schon sehr, sehr gut in eure Richtung laufen, dass das immer wieder klappt. Also ich glaube, in gefühlten 20 Gefechten klappt das vielleicht ein, zweimal. So, er zündet die Arti auch noch an. Und nimmt sie da raus. So, da ist die Lev, die irgendwo einschlägt. Ich vermute mal, die Lev wird nicht weit gekommen sein. Selbst die Birch Gun ist nicht unbedingt die mobilste Artillerie. Er fährt jetzt hier eine weiträumige Runde. Er hat noch 8 Minuten Zeit, die Lev zu suchen. Vielleicht hat er jetzt auch bloß angedeutet, dass er hier rüber fährt, damit die Lev in eine falsche Richtung zielt. Um jetzt vielleicht direkt durch die Mitte auf die Arti drauf zu fahren. 1692 Schadenspunkte. Und da wird noch ein bisschen was dazukommen. Ich weiß gerade nicht genau aus dem Kopf, wie viele Lebenspunkte die Lev hat. Ich schätze mal, es wird irgendwas zwischen 300 und 500 Hitpoints sein. Schauen wir mal, wo die steht. Sie wird irgendwo auf der A-Linie oben stehen. Entweder in der Senke bei A3 oder A2. Nee, sie drückt tatsächlich vor. 260 Lebenspunkte hat die nur. So, jetzt schießt du hier sinnlos APCR ins Haus. Dafür könntest du auch deine 2 AP-Granaten verwenden. Vermutlich hast du vergessen, wieder umzuladen. Ich finde, da kann man ruhig ein bisschen mehr Übersicht bewahren. Ah, hat er Glück. Hat die Lev hier nicht richtig die Kanone runterbekommen, verschießt und... Jetzt ist es hier ein einfaches, die Arti abzufarmen. 1952 Schadenspunkte, 8 Kills. Mit einer, naja, ich sag mal glücklichen Art und Weise, dieses Gefecht oder diese Runde zu gewinnen. Denn wie gesagt, ich hätte mir zum Beispiel viel mehr Aktionismus von den beiden gewünscht. Zum Beispiel auf der anderen Seite, Richtung H890. Denn gerade als Top-Tier kann man den T67 auch durchaus etwas aggressiver spielen. Und in der Auswertung von diesem Gefecht von Portos sehen wir, es war ein Ace-Tanker, es gab den Schläger, auch hier den Brandstifter, Wirkungsfeuer, Red Levoltos für 8 Kills, Pascucci-Medaille für 2 Artis, Großkaliber, Crucial Contribution, jetzt muss ich gerade mal gucken, ja, sein Teampartner Arthos hat 4 Kills gemacht, damit haben sie insgesamt 12 Kills und ja, haben schon durch ihre Kills und natürlich auch durch den Schaden, den sie gemacht haben, am Ende das Gefecht ja noch umgerissen. Aber ich habe es ja gerade schon am Ende der Runde gesagt, ich hätte mir durchaus ein bisschen mehr Beweglichkeit in dem Ganzen gewünscht, denn einfach nur hinten am Busch rumstehen und gerade die Position von Arthos, ich weiß nicht. Also das funktioniert vielleicht auf Tier 5, weil da die Fahrzeuge in der Regel auch nicht so eine hohe Sichtweite haben. Wenn du aber mit dem T67 auf der Position in einem 7er-Gefecht stehst, garantiere ich dir, gehst du auf beim Schießen. Denn da sind schon Fahrzeuge unterwegs, die haben deutlich höhere Sichtweiten. 2067 Schadenspunkte insgesamt, 350 Schaden ermöglicht mit Premium-Account und dem einiges an APCR. Am Ende waren es 16.800 Credits plus. Kein Tagessieg, Bonus für das Fahren im Platoon, unterm Strich 2010 XP. Vielen lieben Dank auch an dich für das Replay. Meine Anmerkung habe ich gemacht. Was sagt ihr zu den beiden Runden? Schreibt sie mir gerne mal in die Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, lasst natürlich auch ein Däumchen nach oben da und dann sehen wir uns wieder zu einem der nächsten Videos. Macht's gut, ciao, ciao, euer O'Hare.